Ja, sehr guter Pass. Ja, ich spekuliere ein bisschen darauf und der Pass kommt mir genau in Lauf und bin natürlich sehr, sehr froh, dass es dann zum 1-0 geführt hat. Wir sind natürlich jetzt überglücklich über diesen Auswärtsdreier, der nochmal in der englischen Woche wirklich zäh war. Vor allem in der ersten Halbzeit kein gutes Auswärtsspiel gemacht. Aber wir haben uns dann mal in der Halbzeit zusammengesetzt und haben gesagt, dass es so nicht gehen kann. Und ja, Kompliment an die Mannschaft. Sie sind besser rausgekommen in der zweiten Halbzeit und ja, dann eiskalt zugestochen, heute das nötige Quäntchen Glück gehabt. Das dürfen wir natürlich nicht in Zukunft überstrapazieren, aber ja, solche Spiele gehören dazu. Wir fahren jetzt 7 Stunden mit 3 Punkten nach Hause und sind sehr glücklich. Es war ein sehr, sehr schweres Spiel. Wir sind sehr, sehr schlecht, wie wir fast schon sagen, ins Spiel gekommen. Haben fast jeden zweiten Ball verloren. Halle war ganz klar präsenter in den Zweikämpfen. Wir haben uns trotzdem die Null gehalten und das war ausschlaggebend dafür, dass wir dann die zweite Halbzeit so angegangen sind. Wir haben uns klar vorgenommen, deutlich aggressiver und präsenter in die zweite Halbzeit zu kommen. Und ich denke, wir haben dann auch durchaus ein oder andere Entlastung nach vorne gehabt und ja, wir nehmen das natürlich gerne 1-0 mit nach Hause jetzt nach der englischen Woche. Halle hat es uns wieder sehr schwer gemacht. Ähnliches Spiel wie in Osnabrück. War sehr kräftezehrend und da reinzufinden, da über den Schmerzpunkt zu gehen, da hat der eine oder andere heute ein bisschen länger gebraucht oder wie insgesamt. Aber ja, wie gesagt, Kompliment an die Mannschaft. Aus der zweiten Halbzeit besser rausgekommen und effektiv gewesen. Und so kannst du weitergehen. Das war eine sehr, sehr harte Woche. Auch die Kilometer, die wir runtergespult haben, nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf der Autobahn. Denke, da gilt es jetzt, die Wunden zu lecken und dann die Woche zu nutzen, um hart und fokussiert auf Chemnitz hinzuarbeiten. Das ist auch wieder ein sehr, sehr wichtiges Heimspiel und da freuen wir uns drauf. Ihr wollt uns kämpfen sehen? Zusammen gegen den Chemnitzer FC am 25. Februar um 14 Uhr. Wir sehen uns im Wildpark.